Liebe Wölfe, seit gestern ist Koen Castells wieder bei uns. Koen, herzlich willkommen zurück. Erzähl uns, wo liegt die Medaille? Hast du schon Platz für deine Medaille gefunden bei der WM? Ja, die steht auf einem schönen Platz, auf dem Schrank im Wohnzimmer, bei mir in Belgien. Und das ist natürlich was Schönes zu erleben und jetzt auch eine schöne Erinnerung, die ich daran habe. Wie war es insgesamt, diese WM zu erleben? Platz 3 am Ende ist rausgesprungen. Also wirklich, ja, war ein packendes Turnier, oder? Ja, absolut. Ich denke, dass wir gezeigt haben, was für eine gute Mannschaft wir haben und wie wir Fußball spielen können. Natürlich wollten wir alle sehr, sehr gerne ins Finale einziehen und das ist leider nicht gelungen. Aber ich glaube nicht, dass wir verloren haben gegen eine bessere Mannschaft. Von dem her haben wir ein gutes Gefühl und sind wir jetzt zufrieden mit dem dritten Platz auch. Zimmer, du bist seit gestern wieder im Training eingestiegen. Wir waren gestern mit den Kameras mit dabei. Es gibt eine neue Pille, Derbystar. Wie fühlt er sich an? Wie ist der? Wie fliegt der? Erzähl uns mal ein bisschen über dieses neue Spielgerät. Ja, das war für mich auch natürlich anpassen. Ich habe die vergangenen Jahre immer mit dieser Adidas-Ball gespielt. Und der hat sich auch ein bisschen verändert von Jahr zu Jahr. Aber jetzt ist was ganz Neues und man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, dass der Ball eigentlich relativ normal ist und die normale Flugkurve annimmt. Also ich muss mich noch ein bisschen mehr damit trainieren. Aber ich denke, der fühlt sich eigentlich nicht schlecht an. Also flattert er nicht mehr so wie die alten Bälle? Ja, die Bälle von Adidas hatten auch nicht so viel geflattert, die letzten doch nicht. Und der jetzt, weiß ich noch nicht, ich habe noch keine Schüsse von 20, 25 Meter aufs Tor bekommen. Von dem her werden wir vielleicht mal schauen in den nächsten Tagen. Und du hältst sowieso alles, oder? Lass uns hoffen. Ne? Wie sieht dein Trainingsplan aus derzeit? Wie fit bist du? Was hast du im Urlaub machen müssen oder gemacht? Wie schauen so die nächsten Tage bei dir persönlich aus? Ja, da ich ja nicht viel Urlaub hatte, weil wir lange gespielt haben, bin ich auch nicht viel verloren und habe ich eine Woche komplett Pause gemacht und habe ich dann danach im Urlaub sehr viel extra gemacht. Also kraftmäßig und konditionell bin ich eigentlich auf einem guten Niveau. Es ist jetzt nur noch die Ballgewöhnung und wieder ein bisschen dieser Spaß auf dem Platz zu haben und die Bälle wieder zu fangen. Und in einigen Tagen, glaube ich, bin ich wieder auf einem guten Niveau. Freuen uns, dass du wieder da bist. Guten Start dir. Danke dir.